Eine junge Frau hat ein eher kosmetisches Problem. An ihren Füßen entwickelt sich viel Hornhaut. Sie bildet Schrunden, die aber auch schmerzhaft sind. Und die Hautärzte konnten ihr anscheinend nicht helfen und sie möchte jetzt gerne einen Rat. Ich kann nur sagen, hier hilft wirklich nur konsequente Pflege, die mit dem täglichen Salzfußbad beginnt. Basenfußbad. Geben Sie Meersalz oder auch Basenpulver in das Wasser und baden Ihre Füße etwa 10 Minuten darin. Dieses Bad reinigt, ist auch keimtötend und gibt der Haut Feuchtigkeit zurück. Dann ist der gute alte Bimsstein auch an der Reihe. Entfernen Sie vorsichtig die Hornhaut und bei starker Trockenheit der Haut helfen Sie zusätzlich mit Fußcremes und mit öligen Zusätzen nach beispielsweise aus der Avocado oder aber auch mit einer Salbe, die Harnstoffurea enthält. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben und gerne können Sie natürlich auch den Kanal abonnieren und, wenn Sie mögen, mir auch einen Kommentar schreiben. Es geht um das Thema Osteoporose und in dem Zusammenhang um die sinnvolle oder nicht sinnvolle Gabe von Kalzium oder von kalziumhaltigen Lebens- oder Nahrungsmitteln. Osteoporose ist eine Erkrankung, die insbesondere in den westlichen Nationen ganz häufig anzutreffen sind. Die Frauen leiden bis zu 30% nach der Menopause.